Hier ist nichts. Was soll ich mir hier ansehen? Vielleicht mal ins, guck mal ins Questbuch. Optional, sieh dich in der Gegend um. Ja, erkunde die Gegend nördlich des Gestütz. Die Angreifer müssen eine Spur hinterlassen haben. Ich sollte mich beim Gestüt umsehen, ja. Ja, nur was für Spuren? Ich sehe nichts. Ich sehe keine Spuren. Mensch, Leute, ihr habt gut reden hier. Hm? Was für Spuren denn noch? Außer diese Brandspuren, Blutspuren etc. pp. Fußspuren, ja, Fußspuren könnten ja schon hilfreich sein, ne? Hier waren ja auch überall Fußspuren. In dem Wagen hier vielleicht, ich weiß es nicht. Bin so ein bisschen ratlos gerade. Hier sind doch Fußspuren, so. Kann man die näher erkunden. Hm. Die enden aber urplötzlich. Oder auch nicht. Spuren. Irgendjemand floh Richtung Norden. War das jetzt richtig? Also Fußspuren waren gemeint. Alles klar, Leute. Ja, so viel wissen wir schon mal. Gen Norden. Jetzt steht wieder A in dem Bereich. Ja. Hier. Ah. Diese Spuren stammen nicht von Tieren. Nee. Sie müssen diesen Weg genommen haben. Ja, super, okay, jetzt haben wir es mal richtig gemacht hier. Na also, ja, man muss sich halt genau umsehen in dem Spiel, ne? Ja, hier sind noch mehr Blutspuren. Gott, die sind förmlich in Blut gewartet. Hier ist auch noch Blut. Also überall, wo Blut ist, sollte ich gucken. Macht ja auch Sinn, aber wie soll ich das hier sehen? Hm. Ich sehe nicht. Hier sehe ich gar nichts mehr. Ja, einige waren ja auch verletzt von denen, ne? Von den Tätern. Hm. Hier ist jetzt keine Spur mehr, verdammt. Bin ich auf dem Holzweg. Ist hier noch Blut? Ja. Sehr gut. Hier ist noch mehr Blut. Ja, der hat geblutet. Sie gehen tiefer hinein. Ganz bestimmt. Ja. Spiel gespeichert. Okay, das heißt, es könnte sein, dass ich jetzt mich irgendwann mit Gegnern konfrontiert sehe. Erkunde die Lichtung im Wald. Okay, ist hier eine Lichtung, ne? Okay. Musik. Okay, ich sollte mein Schwert. Ich höre was, Leute. Hier sind sie. Aber ich hab nicht die Kraft. Was ist das für ein Gezeter? Was habe ich denn für eine Wahl? Ich hab's ja. Den Schlager schaffe ich nicht. Ah, der Licht. Das weißt du. Komm. Was haben wir denn da? Ja. Rache. Für die armen Dorfbewohner. So, Junge. Bürgerschwert. Nehmen wir gleich mal mit. Oh Mist, ich bin überlastet. Plündern? Na, was hast du denn schönes bei? Ey, ist nicht billig. Gute Sachen hat er mit dabei. Na ja, gut. Auch ein paar Groschen. Also ein bisschen geklaut müssen sie haben. Oh, das stammt alles aus einem anderen Raubzug. Das kann natürlich auch sein. Und ein Spitzpfeil, cool. So, du Freak. Rede. Ah, oh, ich verreck hier. Verflucht. Ah, keiner kann mir mit einer Klinge das Wasser. Ah, hast du ja gesehen, ne? Bringt mich ein verfluchter Bauer um. Ah, Dolch. Voller Pferdescheiße. Wundbrand des Grüßen. Okay, er ist tot. Durchsuch den Banditen. So, plündern müssen wir. Oh. Blutiger Hufkratzer.
Oh, dass ich damit umgebracht hat. Sieh an, ein Hufkratzer. Jemand in neue Muster. Aha, okay. Groschen. Gepolsterte Beine. Oh, super Sachen haben die dabei. So ist es nicht. Ringeblumenaufguss. Ja, nehmen wir auch mal mit. Ja, naja, der Wein ist billig. Ist egal. Den Fusel nehmen wir auch noch mit. Vielleicht noch ein bisschen Brot. Ja. Finde den Besitzer des Hufkratzers in Neuhof. Okay. Ach, da kommt schon jemand von. Den kann ich nur bestehlen von unserer Wache hier. Gut, okay. Na denn. Gut, wird schon dunkel, so langsam. Es dämmert. Die Abenddämmerung. Ich glaube, ich nehme doch das andere Pferd, Rosinante, du. Wenn du nicht mal über so einen kleinen Mauervorsprung springen kannst, dann weiß ich ja auch nicht. Ich tausche dich ein. Okay. Ihr könnt es wissen, vielleicht der Rotschopf ausnahmsweise. Vielleicht weiß er mal irgendwas. Ne, die sind jetzt alle weg. Hallo? Verflucht. Eben war er noch hier. Ah. Na gut, da wissen wir Bescheid, würde ich mal sagen, ne? Das war mir schon sehr verdächtig, ne? Dass der über nichts Bescheid wusste, niemanden gesehen haben will, nichts gehört hat. Ja, sehr verdächtig. Dem gehört wahrscheinlich auch der Hufkratzer, ich weiß es nicht. Was soll ich jetzt erkunden? Ich muss herausfinden, wem der, wissen wir im Prinzip schon, mit dem der Bandit getötet wurde. So, der Bandit wurde damit abgeschlachtet. Okay. Dann wusste der mehr. Arme, unschuldige Kreatur. Hier ist jetzt niemand mehr. Ach doch, der Freak. Hallo, Heinrich. Ja, ich komme schon, Mike. Du weißt doch bestimmt Näheres, ne? Dieser Hufkratzer, wem könnte der gehören? Weißt du, wessen Hufkratzer das ist? Rotschopf. Ständig damit angegeben. Warum fragst du? Hab's doch gewusst. Ich fand ihn bei einem der Banditen im Wald. Aber er... Wegen ihm? Wegen ihm haben sie hier gemordet? Herr im Himmel! Warte langsam. Du glaubst, Rotschopf war für den Überfall verantwortlich? Er floh. Kapierst du's nicht? Hat sich merkwürdig benommen und floh. Warum sollte er das sonst tun? Und wusste von nichts. Seltsam. Tja. Und du weißt nicht, wohin Rotschopf gegangen sein könnte? Keine Ahnung. Frag Jakob. Ah. Wohin Rotschopf geflohen sein? Okay. Ja, machen wir das. Na? Auf, Rosinante. Jetzt führe ich hier zwei Pferde mit mir. Kannst du schwimmen, Rosinante? Ich glaube nicht. Aber der Weg. Oh, da sind schon, ist schon Verstärkung angekommen. Das ist unser SWAT-Team sozusagen. Ne? Oh. Wo ist denn Jakob schon wieder? Ach da, der steht da immer. Oh, ist das lange hängen geblieben? Okay. Wie geht es dir, Heinrich? Ja. Werden wir gleich herausfinden. Hufkratzer. Weißt du irgendetwas über diesen Hufkratzer? Der gehört Rotschopf. Ach. Hat ihn in Ratei machen lassen. Weißt du, wo Rotschopf stecken könnte? Weißt du, wo ich diesen Rotschopf finden könnte? Hat seine 7 Zwetschgen gepackt und ist weg. Was? Zwetschgen? Ich weiß, wie das aussieht, aber Rotschopf ist ein anständiger Kerl. Glaub nicht, dass er mit dem Überfall was zu schaffen hat. Meinst nicht? Wohin könnte er geflohen wohin sein? Könnte er geflohen sein? Vielleicht weiß ich's, aber versprich mir eins.
Wenn du ihn findest, dann hör dir an, was er zu sagen hat, bevor du dein Urteil fällst. Ja, das ist klar. Ich werde ihn nicht gleich erschlagen und dann fragen. Also, das mache ich in der Regel immer andersrum. Versprochen. Ja. Ich gebe dir mein Wort. Manchmal kamen ihn die Köhler besuchen. Er kommt gut mit ihnen aus. Ich glaube, dass er dorthin ist. Und wo ist das? Ach. Kein Schimmer. Die bleiben meistens unter sich. Ich glaube, ich habe eine Idee. Köhler. Aber der Wald ist voll von ihnen. Die könnten überall sein. Jawohl, nur dass die nicht weit weg sein werden. Wenn du dem Bach vom Gestüt aus in Richtung Ratai folgst, stößt du auf eins von ihren Lagern. Nur... War ich schon mal. Nur was? Nur? Rotschopf nahm diesen Weg nicht. Er nahm stets die breite Straße durch die Wälder Richtung Uschitze. Aber wie soll ich sie finden? Machen viel Rauch, wenn sie arbeiten. Du wirst sie riechen, bevor du sie siehst. Außerdem müssen sie nah am Wasser sein. Ich muss also bloß den Wald entlang eines fließenden Gewässers durchstreifen? Genau. Gut. Oh, hat gespeichert. Ja, jetzt speichert er relativ regelmäßig. Möge die Jagd beginnen. Genau. Achso. Ich wollte erstmal die ganzen Krempel hier unterbringen. Rüstung. Warum gelten die als geklaut? Hallo? Nicht ausrüsten. In die Satteltasche, genau. Können wir alles noch bei Gelegenheit veräußern, nicht wahr? Wenn wir schon mal dabei sind hier. Lederhandschuhe. Ich habe da, glaube ich, einfach ein besseres. Robuster Gambeson. Oh. Doch, geht. Boah. Muss das Vieh jetzt eine Menge tragen. Na gut. Spieler. Quatsch. Inventar. Sonst noch was? Ne, das war alles, wa? Aber wir sind immer noch überlastet. Ach, die Waffen wahrscheinlich von denen. Bürgerschwert 43. Na gut. Mein Stecher ist besser. Stecher, hehe. In die Waffentasche. Fackeln haben wir zwei. Na gut. Packen wir jetzt eine mal weg. Annehmen. Mehr als eine brauchen wir nicht. Haben wir hier noch einen Bogen oder sowas? Zusätzlich? Nö. Oh, knappe Kiste hier. Okay. Na denn, Rosinante. Jetzt können wir jetzt auch die Schnellreise aktivieren. Rotschopf in der Klemme ist die Quest. Ja, das glaube ich auch. Der muss mächtig Probleme gehabt haben. Vielleicht hat er mit denen irgendwie ja, Streit gehabt oder so. Ich weiß es nicht. Befrage die Köhler. Also, die Köhler haben wir auf jeden Fall schon mal gesehen. Ach, die Köhler hier. Ja, da waren wir schon mal. Ach ja, das mache ich noch, Leute. In dieser Folge. Oh, sorry. Man hat ja späte Reaktion. Schlechte Reflexe, Junge. Ja, reiten wir mal querfeld ein hier. Das geht am schnellsten, glaube ich. Da war ja auch dieser Schatz, ne? Also unweit des Schatzes sind ja diese Köhler gewesen. Bei denen haben wir ja schon mal gepennt. In der Hütte da. Na komm, bevor es dunkel wird. Dann sehe ich immer nichts. Dann können wir die auch nicht mehr befragen. Das ist es ja. Hat der einen roten Schopf? Nee. Definitiv nicht Rotschopf. Genau, da ist das Bächlein. War hier nicht irgendwo eine Brücke? Das sehe ich von hier aus leider schlecht. Obwohl. Komm. Rosinante. Ups. Komm, im Galopp. Galopp hier. Im gestreckten. Moment, hier oben. Da sind sie. Ich hoffe mal, die können wir noch befragen. Also auf jeden Fall raucht es hier noch. Ja, das sieht gut aus. Schnell runter. Komm. Das möchte ich noch gerne machen in der Folge. Ach, vielleicht ist er schon weiter. Glück und Gesundheit. Ja. Ich suche nach Rotschopf. Ich suche nach einem Stallburschen aus Neuhof. Warum suchst du ihn dann nicht beim Gestüt? Weil er von dort abgehauen ist. Hält sich jetzt angeblich bei Köhlern auf. Also hier ist er nicht vorbeigekommen. Frag lieber woanders. Scheiße. Och Mann. Wenn du was willst, frag zuerst mich. Ja? Okay.
Wortführer. Doc Köhler. Gott sei mit dir. Gott zum Gruß. Ich brauche Hilfe bei einer Suche. Würdest du mir helfen? Kommt drauf an, was du willst, oder? Ich suche Rotschopf, einen Stallburschen aus Neuhof. Er soll weggelaufen und sich mit ein paar Köhlern zusammengetan haben, bei denen er manchmal war. Tut mir leid, hier gibt's keinen Rotschopf. Scheiße. Du suchst besser irgendwo anders. Ich hab's befürchtet. Na gut, die liegt nicht offen, seine Redefähigkeit, aber ich probier's mal. In Neuhof gab es ein Massaker und der Junge weiß vielleicht, wer es war. Ich muss ihn finden. In letzter Zeit geschehen hier viele Morde. Aber dieser Rotschopf war wirklich nicht hier. Es werden viel weniger Morde sein, wenn ich diese Bastarde erwische. Wieso hilfst du mir nicht weiter? Beruhige dich doch bei Gott. Der Junge, den du suchst, ist hier nicht aufgetaucht. Aber schließlich gibt's noch andere Köder. Versuch's bei denen. Und du solltest dich sputen. Ist nicht der Erste, der nach ihm fragt. Und die anderen sahen nicht gerade edelmütig aus. Verstehe. Mit ihrem Silber waren sie aber freigebig. Sie haben nicht zufällig erwähnt, was sie von ihm wollten. Nein, aber sie wirkten nicht so, als wollten sie ihn zum Festschmaus einladen. Verstehe. Ich hoffe, du sagst sie soweit. Wohin könnten... Ich muss ihn finden. Wenn ihr ihn versteckt, dann... Ja. Dann was? Dann mach ich euch platt. Ihr behindert meine Arbeit. Ich prügle es aus euch aus. Ich zahle auch. Nein. Dann prügel ich die Antwort aus euch raus. Etwa aus uns allen? Ja. Ich könnte etwas Schärferes ziehen, um mir die Arbeit zu erleichtern. So sieht's aus. Beruhige dich doch bei Gott. Der Junge, den du suchst, ist hier nicht aufgetaucht. Aber schließlich gibt's noch andere Köder. Versuch's bei denen. Na gut. Und du solltest... Sie haben nicht zu... Nein. Okay, dann sagt er dasselbe. Gut. Dann könnt ihr... Hast du eine Idee, wohin er soll... Er ist mit Köhlern befreundet, sagst du? Nun, dann findest du ihn sicher im Wald zwischen Neuhof und Uschitze. Dort gibt's ein paar gute Plätzchen. Aber der Wald ist riesig. Das könnte Wochen dauern. Dann folgt dem Bach. So hast du uns schließlich auch gefunden, nicht? Wo Köhler sind, da gibt's auch Wasser. Genau. Wohin könnte er noch gegangen sein? Ich höre mich woanders. Gut. Ich werde mich anderswo umhören. So, jetzt müssen wir die Köhler im Süden befragen. Na gut. Wäre auch zu einfach gewesen, ja? Bist du blind in Gottes Namen? Nö, ich will jetzt nichts mehr von euch. Jetzt seid ihr mir egal. So. Auch eine gesunde Einstellung. Hä? Warum denn da? Das ist doch eher der Norden, oder? Ja. Das sieht nach Köhlern aus hier, ne? Aber ich kann leider nicht. Doch, hier ist ein Ort für die Schnellreise. Denn immerhin sind wir ja nicht mehr überlastet, nicht wahr? Da können wir uns dann relativ schnell zur Schenke beamen. Na, was heißt beamen? Aber es geht halt deutlich flotter. Da dauert es halt ein paar Sekunden und ansonsten würde es halt Minuten dauern. Wenn wir auf herkömmliche Art und Weise reisen würden. Toll. Es ist auch schon Nacht. Oh nein. Hoffentlich kann ich da pennen in der Schenke. Na gut, kann ich ja sowieso, stimmt. Wanderer, nee, komm. Ignorieren. Misserfolg? Aber ich latsche doch trotzdem weiter. Na gut. Oh Gott, ist das duster hier. Das ist halt das Geile an dem Game. Ne? Wenn es dunkel ist, ist es wirklich definitiv dunkel. Na, wisst ihr vielleicht irgendwas? Habt ihr Köhler unter euch? Na klar, die müssen ja auch mal was trinken. Und, wie könnt ihr hier sitzen? Das ist stockduster. Ey, ihr kennt mich hier schon. Das ist nett, das ist nur die Schankmaid. Was ist denn der Wirt? Ah, der spielt nur. Da, zufrieden? Zufrieden? Wo ist denn der Wirt? Schön, dass du da bist. Ey, ihr kennt mich ja hier alle. Ihr netten Leute. Wo ist denn der Wirt? Ach so, Andreas. Der Wirt, hoffe ich mal. Gott sei Dank. Oder ein Questgeber. Gibt es in der Gegend Köhler? Schlafplatz. Ja, kann ich hier schlafen? Ja, ich will, dass die Zeit vergeht. Energie ein bisschen aufladen, so, ne? Für wie lange? Eine Nacht.
Reicht. Nur die eine Nacht. Komm. Gut. Bezahlung im Voraus. Natürlich. Bezahlen. Das ist ja so wenig. Ich falsche trotzdem. Das ist ziemlich viel. Ist ziemlich Können wir viel. Verhandeln? Der muss ja verarscht vorkommen. Kommt ja an mit einem Sack voll Geld und sagt bei 2 Groschen, das ist ziemlich viel. Gut, okay. Was sagst du dazu? No? Das ist zu wenig. Och nö. Na gut. Warum schlag ein? Wie? Hä? War es jetzt okay oder nicht? Habe ich jetzt nicht verstanden. Schlafplatz. Hast du ein Bett für die Nacht? Aber ja. Für wie lange? Eine Nacht. Nur die eine Nacht. Gut. Na gut, dann sind wir mal nicht so knausrig, aber ein bisschen handeln. Müssen wir ja, ne? Unseren Skill zu verbessern. Das stelle man sich mal im echten Leben vor. Einig? Nun, etwas mehr. Boah, Junge. Also das ist ja dann fast dasselbe. Nun komm. Dir wird's hier gefallen. Ist wie auf einer Wolke zu schlafen. Hm. Ist Köhler in der Nähe? Ich suche hier in der Gegend nach Köhlern. Wir haben hier vor allem Holzfäller. Was für ein Gesindel. Kaufen wollen sie jetzt, zahlen später. Nicht mal einen Pisspot haben sie. Aber wenn sie dann ihr Holz verhökert haben, tun sie so, als gehöre ja alles ihnen. Sie haben ohne Zweifel kein leichtes Leben. Aber ich suche Köhler, keine Holzfäller. Hier sind noch ein viel schlimmeres Pack. Oh je. Gibt es hier in der Nähe welche? Hin und wieder kommen ein paar aus dem Norden. Gehen wohl sonst in eine nahegelegene Schenke und kommen nur hierher, wenn sie dort nicht willkommen sind. Mhm. Wo genau befindet sich ihr Lager? Du weißt ja, wie es mit den Köhlern ist. Finde einen Pfad in den Wald und Wasser, dann sind sie nicht weit. Ja, ich habe schon viele gesehen davon ab. Das ist alles? Zum Trinken willst du nichts? Übernachten. Benötigst du Vorräte? Was für Vorräte? Was passiert hier in der Gegend? Steht's? Na, wir wissen wir ja mittlerweile. Nichts, womit wir nicht fertig werden. Ja, hat man ja gesehen, ne? Okay, wo ist mein Bett? Wo kann ich schlafen? Im oberen Stockwerk des Gasthauses. Die Treppe ist draußen. Super. Die zweite Tür. Die zweite Tür. Okay. Gespräch beenden. Ja, manchmal sind ja die Zimmer von Hause aus sowieso geöffnet. Gut, dann gehen wir mal gepflegt an der Matratze horchen. Ja, offenbar sind wir hier richtig. Dann pennen wir erstmal bis zum Morgen. Ja, so, dass wir auch was sehen natürlich. Ach ja, das war schon wieder an der Zeit, ne? Unsere Energie war schon relativ weit unten. Sattheit noch 77. Ja, wir waren ja überfressen, ne? Zu Beginn der Doppelfolge. Aber so langsam sollte ich mal wieder was zu mir nehmen. Beziehungsweise Heinrich, aber ich habe ja noch ein Brot von diesen Typen da geklaut. Von diesen Banditen. Diesen Halsabschneidern im wahrsten Sinne. Ja, jetzt müsste schon hell sein, ne? Na komm, ja. Los, auf. Oh ja, und der hat nochmal gespeichert. Eigentlich wird es auch oft genug gespeichert, finde ich. Also gerade wenn man jetzt während einer Quest oder so unterwegs ist. Vielleicht haben sie das inzwischen auch schon gepatcht. Kann ich noch nicht sagen, Leute. Eigentlich ist es noch der aktuelle Patch. Der andere, der kommt noch. Also der, was ist denn das jetzt? 1, 2, 5 oder so? Ist wohl der aktuelle. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Oder 2, 2, 5. Nee, ich glaube 1, 2, 5 war das. Soweit sind wir noch nicht, aber es werden noch sehr viele Folgen. Davon gehe ich mal definitiv aus, weil das Spiel hat dann und wann so seine Kinderkrankheit. Da lang muss ich. Wie jetzt echt? Muss mal gucken. Ja, muss ich. Gut. Will ich erstmal ein bisschen Nahrung zu mir nehmen. Ja, das Brot, er ist vergammelt. Und zu schwer wird. Gut, die Fackel kannst du jetzt wegnehmen, Heinrich. Super. Wo ist denn hier der Weg jetzt? Zweigt der nicht hier irgendwo ab? Oh, da war jemand zum Kämpfen. Sonst gerne Kumpel, aber wir sind hier auf einer dringenden Mission.
Jetzt reite ich irgendwie falsch, glaube ich. Ja, nee, da kommt der Weg. Okay. Da kommt sogleich die Abzweigung. Hier macht sich das schlecht, rüber zu hüpfen. Das ist dann doch ein bisschen zu hoch. Für unseren Gaul. Für unsere Rosinante. Ja, jetzt sind wir aber richtig hier. Okay, gleich muss ich mal das Pferd ein bisschen pausieren lassen. Ist das die richtige Abzweigung? Ja. Direkt zu den Köhlern. Okay, komm. Irgendwo muss ja dieser Rotschopf stecken. Weit kann es nicht sein. Oh, sorry. Das wollte ich nicht. Was ist denn das da? Ach so, ist ein Baumstumpf. Ich dachte erst, da hockt was. Interessante Ohren, ne? Hast du jetzt gespeichert? Nein. Ja, manche Orte sind augenscheinlich nicht wirklich interessant. Ah, hier sind die Köhler wieder. Aber ich wette, hier ist er auch nicht. Würde mich jetzt wundern. Wir müssen hier alle Köhler abklappern, könnte ich mir fast vorstellen. Oder der hat sich getarnt, der Typ. Rotschopf hat die Haare gefärbt, einfach mit Kohle eingerieben. So. Gott sei mit dir. Ja, Prost. Ich suche nach Rotschopf. Ich suche nach Rotschopf aus Neuhof. Weißt du etwas über ihn? Na, ich kenne ihn. Was willst du von ihm? Ich muss ihm ein paar Fragen stellen. Das ist gut. Nun, dann wirst du woanders hin müssen. Gewöhnlich kommt er nicht hierher. Na geil, ich hab's doch geahnt. Aber er kennt ihn. Jetzt auf einmal weiß er es nicht mehr, ne? Jetzt auf einmal sagt er es nicht. Er war schon lange nicht mehr hier und überhaupt kommt er nicht hierher. Genau. Denk darüber nach. Wenn du mich belügst und ich ihn doch hier finde, lasse ich dich in Ketten wegschleifen und übergebe dich dem Henker. Ich verstehe die Dringlichkeit. Aber er kommt wirklich nie her. Er ist mit ein paar Jungs drüben bei Talmberg befreundet. Ah. Wo finde ich sie? Ich sag geh nach Westen und folge dem Bach. Ich will da sie. Und da ist noch was du wissen solltest. Ja. Andere haben hier nach ihm gefragt. Okay. Dreckige Halunken. Oh je. Wohin sind sie gegangen? Wie sahen sie aus? Sie sind nach Westen. Aber das muss nichts heißen. Und sie sahen... Naja, einer kam her und stellte uns viele Fragen, während der andere sich fernhielt und finster dreinschaute. Sie sahen aus wie Halsabschneider, die beiden. Das sind so auch, glaub mir, Junge. Die sind echt nicht ohne. Ah, die sind uns immer einen Schritt zuvor gekommen, ja. Einen Schritt voraus. Können wir uns da auch hinbeamen? Nee. Da leider nicht. Aber dem Weg können wir da folgen. Ups. Wo ist denn der Weg? Muss mal gucken, Leute. Das will ich noch unbedingt in dieser Folge unterbringen. Oh, ich glaube, jetzt reiten wir eher... Nee, sind richtig. Okay, na denn. Gib dem Vieh die Sporen, Heinrich. Damit wir hier schnell vorankommen. Ich glaube, wir sollten auf dieser Seite bleiben, ne? Hier waren die, glaube ich, immer. Die Köhler. Genau, eigentlich hatte ich die schon immer mal gesehen. Ist ja schön, dass sie jetzt eine Rolle spielen in diesem Rollenspiel. So, weit können sie nicht sein. Der Weg ist nur ein bisschen unübersichtlich. Ich glaube, die waren auch auf dieser Seite des Flussufers. Ja, komm. Nest. Schön. Ich möchte kein Spinnennetz erneut haben hier. Ah. Da ist doch was passiert. Ach nee, wieder so ein Mord hier. Nee. So eine random, Quests, sag ich mal so, ne? So eine ganz kleinen Mini-Quests. Ja, da sind sie doch. Komm. Ihr müsst doch langsam wissen, wo dieser Rotschopf ist. Ich glaub's doch nicht. Köhler-Zwilling. Komm. Gott sei mit dir. Wohlsein. Ich suche Rotschopf. Ich suche Rotschopf. Ein Stallburschen aus Neuhof. Weißt du, wo er steckt? Wenn du von hier aus nach Süden gehst, kommst du an Andreas Schenke vorbei. Da waren wir doch erst. Folgst du der Straße Richtung Osten, kommst du nach Neuhof.
Ich weiß, wo Neuhof ist. Der Junge ist nicht dort. Ah, dann kann ich nicht helfen. Hier ist mir keiner aufgefallen, auf den der Name passt. Na gut, hab Dank. Ey, ist das nicht wahr, oder? Wie, die Aufgabe ist abgeschlossen? Die ist damit echt erledigt? Kann nicht wahr sein, oder? Guten Tag. Ich suche nur Rotschopf. Ich gebe auch noch nicht auf. Ich suche nach Rotschopf aus Neuhof. Rotschopf, sagst du? Ein rothaariger Kerl? Ja, hast du ihn gesehen? Deswegen heißt er so. Stell dir vor. Mal überlegen. Es war ein Fremder hier, aber der hatte keine roten Haare gehabt. War wohl ein anderer. Gut, danke. Gut, das hat sich wohl erledigt, leider. Was zum Teufel? Eine Quest, die gänzlich ins Leere führt, ist auch mal interessant. Warum nicht? Wer traut sich sowas schon? Die Entwickler von Warhorse Studios. Wo soll man jetzt hin? Hä? Was ist das hier eigentlich? Ach so, vom stillen Pferd. So, diese Diebesquests. So, ja, was soll ich denn jetzt generell machen eigentlich? Das war jetzt alles? Das war die ganze Quest? Die Suche nach Rotschopf führte vollkommen ins Leere. Na, wie geil. Ganz toll. Ja. Dann würde ich mal sagen, gehe ich das nächste Mal einfach zu Theresa. Das ist vielleicht ein bisschen fruchtbarer. Im wahrsten Sinne des Wortes, Leute. Also denn, bye bye, ciao ciao, bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Und vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Und eine Bewertung. Nicht vergessen, ne? Bis dann.